Christian Müller ist weg. Was nun? Wie geht es weiter? Mit diesen und anderen blöden Fragen hat die PC-Action-Redaktion unschuldige Passanten in der Nürnberger Altstadt genervt. Was sagen Sie dazu, dass Christian Müller weg ist? Wer ist Christian Müller? Es wird höchste Zeit, dass Christian Müller gegangen ist. Welcher Christian Müller? Müller. Müller. Welcher Christian Müller? Es gibt nur einen Christian Müller. Ist traurig. Ich bin tief gerührt. Christian Müller? Kenne ich nicht. Das wäre auch meine Reaktion gewesen. Danke. Wer ist Christian Müller? Aber ich kann ja nicht Maus. Christian Müller ist weg. Was nun? Scheiße. Keine Ahnung. Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. Das Fußballermann. Oh, das weiß ich nicht. Wo ist er jetzt? Er ist immer noch in Nürnberg, aber woanders. Also was soll er machen? Ich weiß es nicht. Christian Müller ist weg. Was nun? Oh Gott, herzzerreißende Szenen. Ich hätte dich gekannt haben und ausgerechnet er ist verschwunden. Ich möchte lieber. Ich kann nicht mehr. Seid ihr Fans von Christian gewesen? Ja. Was ist er denn für euch? Ein Idol? Ein Idol, ein Mann. Ein Mann einfach. Oh. Muskulös. Gut aussehend, muskulös. Ich glaube, ich spreche von jemand anderem. Nein, ich bin's nicht. Wie findest du, dass Christian Müller jetzt weg ist? Ist doch nicht in Ordnung, oder? Ja, zu viel dazu. Christian Müller has gone. What's your opinion about that? I don't know who is Christian Müller. What is he doing? He's a very famous man from Germany, here from Nürnberg, and he has left the sinking ship, you know, and he's away. And what do you think? He's a captain, or yes. But what I know is something about is for the ship is the captain must be leave the ship at the latest time, right? After the passengers have been leave the boat, yeah. Means that there's nobody on the ship, and then he have to leave the ship. Yeah. Maybe he will die. Okay. That's I don't know. I think so. I know. Okay. Thank you very much. Yeah. You're welcome. Wer ist Christian Müller? Der Politiker, haben Sie nicht gelesen in der Zeitung? Gegen durch Presse, TV, Funk und Fernsehen? Mir überhaupt nichts. Sein Name Christian Müller ist mir unbekannt. Keine Ahnung, wer ist denn Christian Müller? Sie haben bestimmt gelesen, Christian Müller, der Politiker, ist gegangen. Was sagen Sie dazu? Da kann ich gar nichts dazu sagen, das habe ich gar nicht verfolgt. Haben Sie nicht verfolgt? Nein. So. Sorry, what? I'm sorry, I'm Harry, so. Oh, Harry, not Harry, Christian Müller, ja. Oh, not Harry, Christian. Ja, yeah, no, I'm in Harry, so. Ah, okay, it's okay. Ja, Sie haben vielleicht gelesen, Christian Müller ist gegangen. Was nun, wie geht's weiter? Die Frage stellt sich Deutschland. Ich kenne keinen Christian Müller. Und wer ist denn das, Christian Müller? Wie? Haben Sie nicht gelesen in der Zeitung? Lesen Sie Zeitung, oder? Ah, ich kenne den Christian Müller nicht, habe noch nie von dem gehört. Ist er Politiker? Ach so, nein, da habe ich nichts gehört von dem. Generell, wenn solche Leute einfach so mittendrin praktisch gehen, wie finden Sie das generell? Ist nicht in Ordnung, oder? Ich kenne mich da nicht aus. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Und wenn man jetzt mittendrin in diesem Zeitraum einfach so von heute auf morgen sagt, tschüss, das war's, wie sehen Sie das? Ist doch nicht in Ordnung, oder? Also finde ich persönlich gesagt ziemlich daneben. Kommt auf die Umstände an. Ich weiß nicht, weswegen er gegangen ist, aber ich habe sowieso das. Waren persönliche Gründe. Ja, gut. Vielleicht möchte er sich ehrlich machen, kann ja sein. Müsste man die generell nicht hinten anstellen? Nö. Es war ja wahrscheinlich gelesen, Christian Müller, das evangelische Kirchenoberhaupt, ist jetzt gegangen. Freiwillig, wie findet ihr das? Wir kennen den nicht einmal. Wie? Habt ihr nicht gelesen? Nein. Wir haben gestern bei Exklusiv auf RTL sogar. Da waren wir nicht zu Hause. Wo wart ihr denn? Auf dem Volksfest. Ah ja. Ja, und sonst habe ich gar keine Ahnung, wer Christian Müller sein könnte. Nein. Sie haben vielleicht gelesen, Christian Müller, das evangelische Kirchenoberhaupt, ist jetzt vorgestern zurückgetreten, ohne genauere Angabe von Gründen. Wie sehen Sie das? Und damit es richtig peinlich wird, hier noch ein kleines Ständchen für dich, lieber Christian. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, which no one can deny. Die gesamte Redaktion bedankt sich für die schöne Zeit und wünscht dir noch ein schönes Leben. Mach's gut.